Frage, kennst du Drachenlord? Vielleicht, wenn du ein bisschen auf die YouTube-Star, YouTube-Größe, ob er jetzt ein Star ist, vielleicht im negativen Sinne. Wir sind ein bisschen gemobbt. Was ist denn mit ihm? Also du meinst jetzt vom Äußerlichen, warum er gemobbt werden können würde? Er ist leicht oder stark adipös und droht Leuten übers Internet. Und das hat meistens so ein Rückfahrticket auf einen selber dann. Wenn man hier Leuten im Internet droht, dann kriegt man die Retourkutsche. Ja. Kennst du den? Ich frag mal weiter. Du kennst den aber, den Drachenlord. Ja, ich hab ihn auf TikTok gesehen, halt ein paar Mal. Und was hältst du von dem? Ja. Ist das dein Crush? Nein. Spaß. Ja, den wollte ich gerade nicht sagen, dass ich einen Crush auf Drachenlord habe. Nein. Aber. Ist automatisch Hate. Nein, ich kenne einfach so TikTok-Ausschnitte von dem. Aber so wirklich. Okay. Wie der halt, ja, keine Ahnung. Wurde nicht irgendwie seine Adresse geleakt oder so? Genau, genau. Und dadurch, dass er es geleakt hat, sind quasi Tausende von Leuten jedes Wochenende zu dem nach Hause beworfen. Und haben da alles gemacht. Ne? Und der hat ja darauf reagiert. Und dadurch hat er noch mehr. Hat's Klick gemacht? Ich hab's gehört. Also ich habe das auf jeden Fall mit der Adresse habe ich auch mitbekommen. Genau. Er beleidigt meine Schwester oder Familienkreis, ja, war das. Ja. Kommt zu der Straße, ich zeige euch, wie es geht. Das habe ich, also mit der Adresse, dass die geleakt wurde, habe ich mitbekommen. Und dass sie dann zu ihm kam. Ja,